Hey Leute, heute in diesem Video zeigen wir euch, wie man den Feuerstern zusammenbaut. Das eben war Philipp. Ja, also ich habe den Riesenruf nicht gesehen. Okay. Ja. Jedenfalls, wir bauen den Feuerstab zusammen. Ich bin auch wieder dabei am Start, wie bei jedem Zombie-Video, was wir hier machen. Von Origins. Richtig. Gleich am Anfang hier zeigen wir euch, wo die CD sein kann. Unter der Kirche beim Panzer. Oder halt, wo wir jetzt gerade hingehen, noch an zwei weiteren Stellen, die wir zeigen. Dort kann die CD liegen, die ihr halt braucht. Ja, also ihr braucht eigentlich alle Parts, die wir zeigen. Also, ja, also hier auf der Bank kann es noch liegen, wo ich gerade gezeigt habe. Oder, also ihr müsst nach unten gucken, denn ich bin der Wichtige. Oder hier. Ja. Oh, das wäre dann die CD. Und dann kommen wir zum ersten Part, das ist nämlich direkt auf dem gleichen Platz, nämlich ihr müsst den sechsten Generator aktivieren, ihr müsst aber eigentlich nur den sechsten aktivieren, ihr müsst davor keinen anderen aktiviert haben. Und wenn doch, dann guckt das andere Video von uns, genau, wo wir alle Generatoren aktivieren. Ja. Und ja, da bekommt ihr halt das erste Teil vom Stab. Das zweite wiederum, mich müsst ihr jetzt gar nicht beachten, guckt nur oben. Da müsst ihr den Panzer zusammentönen und das tut ihr am besten, indem wir ihn nur auf den Kopf... Immer in die Fresse. Alles drückt ihm richtig viel Money ins Gesicht. Ihr könnt ihn auch vom Riesenroboter zerlatschen machen oder ihn kopieren. Ja. Ansonsten immer in die Fresse. Und falls ihr euch mit diesem komischen Haken hat, dann müsst ihr in seinen Arm raufballern. Da hat er so einen roten Punkt. Den müsst ihr treffen. Ja, und wenn er da halt gestorben ist, so wie jetzt, dann lässt er da Teil droppen. Das habe ich mir natürlich genommen auf meiner harten Arbeit. Im Zombie-Modus rumstehen. Und ja, das wäre dann der zweite Part. Dann kommt jetzt der dritte und letzte Part. Genau, no, das ist vom Flugzeug, das was ich gerade versuche abzuschießen, aber... Irgendwann, da kommt ein Flugzeug dann halt, das leuchtet rot und das erkennt ihr dann. Und wenn ihr es abschießt, dann fällt immer an dieser Stelle, soweit wir wissen, immer hart in der Part. Ja. Ja. Habt ihr dann alle drei, braucht ihr eigentlich bloß noch das Element. Aber erstmal müsst ihr noch zur Krypta, da müsst ihr nämlich das Grammophon holen. Richtig, denn ohne das seid ihr im Arsch. Ja, da läuft einfach gar nichts. Und da kommt halt noch die Serie, die ich gerade gezeigt habe. Ja. In dem Fall war sie halt oben. Aber falls ihr natürlich auch keine Ahnung habt, dann guckt euch unser Video an. Wir haben ja... Wir haben das ja eigentlich sogar fertig. Ja, also wir haben ja schon davor ein Walkthrough gemacht über die Map mit den Generatoren. Das müsst ihr euch ansehen. Ja. Denn dann werden die Stäbe von euch besser. Automatisch. Schleichwerbung. Naja, und hier ist halt die Krypta nicht mal. Ja, so also nebenbei. Tim zeigt es ganz toll. Ihr habt alles gesehen. So. Und dann, wenn ihr, ich habe das jetzt einfach von Generator Nummer 3, beziehungsweise Speedcooler, euch mal kurz den Weg gezeigt. Und natürlich von Generator Nummer 1 geht schneller. Ja, ist gleich nebenan, aber halt in dieser Richtung, dass ihr es ungefähr wisst. Einfach diesen den Part machen. Einfach ignorieren, der ist erstmal nicht so wichtig. Den seht ihr in einem anderen Video, den behindern wir. Und dann ist hier Feier, wie ich gut demonstriert habe. Ja, da stellt ihr halt das Grammophon hin, hüpft durch das magische Portal, was das wieder total logisch ist. Und sich stundenlang aus Stein aufbaut. Und kommt in, zu Agatha, nach Hause. Denn Agatha ist eine geile Bitch. Ja. Hey, Sprung! Oh, fail. Ja, aber trotzdem irgendwie eine halbe Stunde später. Ja. Mich braucht ihr nicht beachten, ich springe ja auch nur von hin und her und beschäftige mich irgendwie. Und dann hier erscheint ein Feuerstein, den er in die Hand nehmen kann. Ja, der scheint den nicht zu stören. Geil. Ja, und habt ihr dann alles gesammelt? So wie wir. Nicht anders. Dann kommt ja zur Excavation Station zurück. Zu den Kryptas. Es ist nur eine Krypta. Ja. Ja, und da baut ihr dann einfach simpel den Stab bei der roten Das ist ziemlich Farbe. Schwer. Ihr müsst Viereck gedrückt halten. Aber erst, wenn es da steht. Ja, erst müsst ihr die richtige Farbe finden. Feuer ist, glaube ich, war blau, ne? Nee, Quatsch, das war Wind. Also, oh, scheiße. Lila war Feuer. Naja, da habt ihr es. Also, wenn ihr es gebaut habt, dann nehmt ihr euch diesen supergeilen Stab und guckt euch wieder die Demonstration an, die ich hier wieder vorführe. Wenn ihr noch eine viel coolere Demonstration sehen wollt, guckt euch das Video an, was noch nicht hochgeladen ist. Was noch nicht hochgeladen ist. Aber sollte. Vielleicht, wenn ihr das guckt, ist es schon hochgeladen. Ja, also das ist dann mit dem Elektrikstab. Ja, und gut. Jo. Abonniert uns, Daumen nach oben, wir sind die allercoolsten Leute, wir sind auch privat noch die allercoolsten Leute. Also wir sind generell einfach nur die coolsten Leute. Ja. Ich meine, wer kann besser mit diesen Stäben umgehen als wir? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem als du. Ja.
noch was zu sagen? Ja, auf jeden Fall abonnieren, damit ihr das nächste Video von uns sehen könnt, nämlich wie man den Feuerstab verbessern kann. Das kommt ja, nämlich. Wir machen noch ein Upgrade dazu. Ja, wir versuchen einfach alle Stäbe zu verbessern. Also, genau. Jo, freut euch. Jo, dann ciao. Haut rein.